man lebt nur einmal. Aber wenn man es richtig macht, dann reicht das auch. Ja, lieber Gero, liebe Familie, liebe Weggefährten, Freunde, ich habe jetzt die Ehre für die politische Familie der Christlich-Demokratischen Union ganz herzlich dir, lieber Gero, zum Geburtstag zu gratulieren, zum 60. Und wäre dir dankbar gewesen, wenn du mir im letzten Jahr das verraten hättest, was du hier gesagt hast, dass immer die CDU regiert, wenn du deine runden Geburtstage feierst, dann wäre ich nicht so aufgeregt gewesen, ob das klappt mit der Regierungsübernahme in Schleswig-Holstein. Aber das ist ja schon mal ein guter Vorsatz. Jetzt weiß ich, am 70. müssen wir auch regieren. Und das machen wir am besten, indem wir einfach in der Regierung weiter bleiben. Dann habe ich auch die Ehre, nochmal wieder hier zu reden. Würde ich gerne tun. Ich freue mich darüber, dass auch so viele Weggefährten aus deinen unterschiedlichen Zeiten in der Politik heute mit dabei sind. Du hast ja alle Ebenen durchlaufen, vom Gemeinderat über den Kreistag, über Landtag, über Bundestag und bist über viele Jahre Kreisvorsitzender der CDU, jetzt schon seit über 20 Jahren, und jeder, der in der Union ist, weiß, wie wichtig dieses Amt ist, die ganzen Leute beieinander zu halten, dafür zu sorgen, dass bei der Kommunalwahl möglichst viele CDU-Listen geführt werden. Das ist ja eine Riesenherausforderung. Aber so ein bisschen muss man ja sagen, du bist mir immer aus dem Weg gegangen, denn wir haben nie richtig zusammen Politik machen können. 1991 hast du aufgehört, Kreisvorsitzender der Jungen Union zu sein. Ich wollte das 1994, sonst hätten wir da eine Berührungspunkte gehabt. Und als du 2002 den Landtag verlassen hast, um die Karriere im Deutschen Bundestag zu beginnen, kam ich 3 Jahre zu spät mit dazu. Aber das Gute bei dir ist ja, man hat ja auch über die unterschiedlichen Ebenen immer Kontakt miteinander. Und insbesondere dann, wenn es um Verkehrspolitik geht in Schleswig-Holstein, insbesondere wenn es um Fahrradpolitik in Schleswig-Holstein geht, dann kommt man natürlich auch an dir nicht vorbei, weil das wirklich dein absolutes Herzblutthema ist. Und wenn man irgendwann mal vergessen hat, wie wichtig Radwege in Schleswig-Holstein sind, Gero, du hast einen immer daran erinnert, dass das das Wichtigste ist, was auch im Koalitionsvertrag am Ende geregelt wird. Aber was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Gero Steuern immer auch in seiner Verantwortung, gerade auch im Deutschen Bundestag, sich sehr um internationale Kontakte bemüht hat. Und er ist in 3 Parlamentariergruppen, die sozusagen diese internationalen Kontakte pflegen, auf der einen Seite in der deutsch-baltischen Parlamentariergruppe, in der deutsch-südamerikanischen Parlamentariergruppe, und er ist sogar Vorsitzender der deutsch-nordischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag. Und das liegt daran, dass er einfach auch viel bei den Reisen, die der Deutsche Bundestag anbietet, auch immer mit dabei gewesen ist. Und das meine ich wirklich durchaus wertschätzen, weil das wichtig ist, dass wir auch diese Kontakte miteinander pflegen. Und Gero zelebriert das ja auch immer, weil er seine Karte hat. Ich habe auch eine bei mir im Büro. Bei mir sind dann immer die Fähnchen in Kisdorf, in Friedrichskoog und in Jereshöhe. Bei dir ist das dann Panama und irgendwelche Fähnchen in Südamerika. Von daher habe ich immer großes Neid. Das ist halt eben die Bundesliga, in der du spielst. Wir in der Landesliga haben ein bisschen andere Schwerpunkte, die wir setzen. Aber das Gute an dir, Gero, und ich glaube, das wissen ganz viele hier auch zu schätzen, ist, dass das keineswegs bei dir dazu geführt hat, dass du irgendwie die Bodenhaftung verloren hast, dass du nur international, nur in Berlin unterwegs gewesen bist, sondern dass du immer das Gespür dafür erhalten hast, was den Menschen vor Ort an Sorgen auch wichtig ist. Und deswegen ist das, glaube ich, bei dir auch folgerichtig gewesen, dass du nicht immer im Verkehrsausschuss alleine gewesen bist, sondern dass du dich immer im Petitionsausschuss engagiert hast. Und ich glaube, man kann gar nicht aufzählen, wie viele vermeintliche Kleinigkeiten, wo mancher sagt, oh, wir müssen eher über das große Ganze reden, aber am Ende zählt ja auch, welche konkreten Probleme, welche Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern konnte man am Ende auch zum Guten führen. Und deswegen hast du dich in dem Bereich immer großartig engagiert. Jetzt bist du sogar Obmann der CDU im Petitionsausschuss, das heißt jetzt auch Mitglied des Fraktionsvorstandes von CDU und CSU. Und ich glaube, dass deine ganze Region auch stolz darauf ist, dass du diesen Einfluss dann jetzt auch in Berlin wahrnehmen kannst. Und von daher auch nochmal von mir ganz herzlichen Glückwunsch auch dazu, dass du in dem Bereich so engagiert bist, lieber Gero.
hattest mich ja darum gebeten, dass ich etwa eine halbe Stunde jetzt aus Berlin berichte über die Koalitionsverhandlungen. Wir haben uns jetzt eben beide darauf verständigt, dass ich leider nachher noch zu Holstein Kiel fahren muss, die jetzt 9-mal hintereinander nicht gewonnen haben. Und jetzt habe ich gesagt, ich gehe da nachher wieder hin, damit die jetzt wieder gewinnen. Wir wollen ja, dass die weiterhin auch gut sind. Deswegen verzichte ich auf die halbe Stunde. Wer Lust hat, da komme ich gerne an die Tische, um darüber zu berichten. Aber in Wahrheit bin ich ja auch gekommen, lieber Gero, um im Namen der CDU-Familie dir auch wirklich persönlich alles Gute zu wünschen. Du kennst ja die drei unterschiedlichen Ebenen des Älterwerdens. Das erste ist, man merkt selbst, dass man älter wird. Die zweite Ebene ist, andere merken, dass man älter wird. Und die dritte Ebene ist, nur noch andere merken, dass man älter wird. Aber Gero, keine Sorge, bei dir ist die erste Stufe gerade erst erreicht. Bleib bitte so, wie du bist. Wir sind alle gerne gekommen, um heute mit dir zu feiern. Alles Gute und ich hoffe, dass ich beim 70. auch nochmal reden darf. Herzlichen Glückwunsch, lieber Gero.